Die heutigen Antworten, die wir auf diese Frage kriegen, kriegen wir aus einer biologischen Disziplin, aus der Epigenetik und natürlich auch aus der Bildungswissenschaft. Die Epigenetik, eine Disziplin, die so seit etwa 15, 20 Jahren existiert, ist in der Lage, eine Gesamtbetrachtung biologisch zu machen von Genom, Proteom und der Dynamik zwischen Genexpression und Umweltinformation. Das sind nun alles Fachausdrücke aus der Biologie. Das Genom ist die Gesamtheit aller Erbanlagen, die ein Lebewesen in seinen Zellen hat. Und von diesem Gesamtgenom werden nur einige wenige Prozent im Laufe des Lebens zur Steuerung der Synthese von Eiweißen aktiviert. Die anderen sind stumm. Das Proteom ist die Gesamtheit aller Eiweiße einer Zelle, die durch das Genom erzeugt werden, die aber dann eine Eigendynamik entwickeln. Und was man inzwischen weiß, das hat man lange Zeit nicht geglaubt, weil das nach Darwin eigentlich nicht sein sollen, die Verfahren der Genexpression, das ist das Ableseverfahren, mit dem die Informationen auf dem Genom durch Trägersubstanzen abgelesen werden für die Synthese von Eiweißen, dieses Ablesen wird durch Genschalter, die diesen Genabschnitt aktivieren oder deaktivieren, beeinflusst. Und diese Aktivierung oder Deaktivierung ist auch durch Umweltinformationen zu verändern. Das heißt, auf einmal hat Lamarck wieder recht, der ja geglaubt hat, dass die Giraffe deshalb den langen Hals kriegt, weil sie sich immer mehr gereckt hat, also durch eine Umweltinformation, durch eine Strebung. Während bei dem Giraffenthema eben die Darwinisten gesagt haben, nein, ist einfach eine zufällige Sache, dass eine Giraffe hat einen längeren Hals als die andere, die hat eher überlebt, weil sie an die Blätter gekommen ist, die weiter oben wachsen. Und dieser Streit, der geht ja in der Biologie seit Hunderten von Jahren. Und nun scheint sich herauszustellen, dass beide recht haben. Das ist also tatsächlich auch ein Einfluss gewissermaßen auf das vererbte Genom gibt, weil diese Genexpressionsmuster werden intergenerativ vererbt. Das alles weiß nun die Epigenetik, die uns also nun erklären kann, dass das Verhältnis von Anlage und Umwelt gar nicht statisch ist, sondern dynamisch, also interaktiv. Was folgt daraus? Daraus folgt, dass diese genetischen Ausstattungen, die ein Mensch mitbringt, gar nicht spezifisch wirken, weil sie von einer Vielzahl von Faktoren abhängig sind und nur bei Begrenzungen, das heißt bei Behinderungen und bei Spitzenleistungen im Sport, also zum Beispiel eine etwas andere Blutzusammensetzung, die eine höhere Sauerstofftragekapazität ermöglicht, erzeugt natürlich Rennläufer, die mehr können als die anderen. Die anderen müssen dann dopen, damit sie mit können. Da sieht man, dass also solche genetischen Ausstattungen manchmal relevant sein können. Für die Musik ist das noch umstritten, ob es da so eine genetische Ausstattung da eine Förderung hat oder ob nicht das, was da das absolute Gehör heißt, überschätzt wird oder auch trainiert werden kann. Also es ist eigentlich nicht so furchtbar wichtig, wie man immer gedacht hat. Und ansonsten ist die Variabilität der trainierbaren Leistung ganz von Umwelteinflüssen abhängig. Das hatte schon Heinrich Roth, den ich zu Beginn dieser Einheit ja erwähnt habe, mit seinem Kompetenzansatz in dem ersten Band der pädagogischen Anthropologie mit den Studien seiner Zeit nachgewiesen, dass also all diese Studien, die den genetischen Einfluss hochgehalten haben, falsch verstanden worden sind, Methodenfehler hatten und insofern eben man davon ausgehen kann in der Pädagogik, dass man auch Höchstleistungen mit einer durchschnittlichen Begabung, wenn es mal in alten Worten ausdrücken will, erzeugen kann. Das hängt alles von dem Motiv, von der Art des Trainings ab. Sodass man also nicht davon ausgehen kann, dass so etwas ist. Umgekehrt, das kann man in der Intelligenzforschung sehen, Menschen mit einem sehr hohen Intelligenzquotienten, der möglicherweise genetisch präfixiert ist, bringen keineswegs automatisch hohe Leistungen, sondern nur, wenn diese Intelligenz auch spezifisch, domänenspezifisch trainiert wird. Ein wichtiger Aspekt dabei ist gewesen bei dieser Diskussion, für die Erwachsenenbildung können wir nun einigermaßen zuversichtlich sein. Bis weit ins hohe Alter gibt es keine wesentlichen Einschränkungen der Lernfähigkeit. Lebenslanges Lernen ist tatsächlich für alle möglich, es sei denn, es gibt Krankheiten, die das vorzeitig begrenzen. Das war nicht immer so. Bis in Mitte der 60er Jahre glaubte man, dass die Lernfähigkeit ab dem 18. Lebensjahr sehr stark abnimmt. Was Hänschen nicht lernet, das lernet Hans nimmermehr, hieß der Spruch der Großmütter.
Und davon, da glaubten viele dran und glaubten eben, dass also Weiterbildung nur noch in sehr wenigen Umfang möglich ist. Man weiß nun eben heute, dass das nicht so ist. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass man in der Erwachsenenbildung auch Leistungen erzeugen kann wie in jungen Jahren, wenn man das entsprechende didaktische Programm macht. Wesentliche Einschränkungen, sagen uns die Alternsforscher, gibt es erst jenseits der 85. Da scheint die Hirnorganisation sich doch so zu degenerieren, dass es also dann vielleicht nicht mehr möglich ist, noch Klavier spielen zu lernen oder Chinesisch, wenn man es vorher nicht gelernt hat.